him. I want to watch the news. Around my face, hideous creatures all over the place, devils dancing all over the place, hideous creatures once less in my face, they tried to catch me and pull me down. Devil dancing, devil dance, devil dancing, devil dance. When they catch me, there's no place to hide. My trouble begun. Devil dancing, devil dance. Devil's dancing, devil's dance. Durchaus appetitlichen Namen Vomito Negro aus Antwerpen in Belgien. Hello. Hello. This is Jin and this is Guy. So, Vomito Negro, dieser hübsche Name bezeichnet das Endstadium des gelben Fiebers, wo man alles von sich gibt, was man in sich hat, und das ist natürlich schwarz. The last stadium of yellow fever, and that's the name is out of book, and the last stadium of yellow fever is Vomito Negro, then you throw up. Und hier kommt die obligatorische Frage zur Bandgeschichte. Vomito Negro arbeiten seit 7 oder 8 Jahren. Früher waren sie zu fünft mit richtigem Schlagzeug und Bassgitarre, eher Elektro-Punker, Speed-Metaller. It was with normal acoustic
bass guitar and more electro punk things like yeah. things like that stuff. With a heavy bass, the drummer like thing, you know, speed metal fun. Things like that. It was fun in that time. Nie wird eine Platte bei Ihnen der anderen gleichen, verspricht Guy. Sie mögen beide Yellow sehr gern. Yellow ist eine Band, die machen kann, was sie will, jede Art von Musik. Das imponiert ihn. Everything, they make every kind of music they like. So and that's what I like. Making music, you know what I mean? You still like what they do now? Aber Yellow sind mittlerweile schon sehr disco-mäßig geworden, werfe ich ein. There are some things among er mag sie trotzdem. Tanzen sie eigentlich gerne? You like dancing? Personally, no. But on stage, they say I'm an animal, so. Oh, wow. We gotta look at this. Also tanzen mag er eigentlich, aber auf der Bühne sehr rhythmuslastige Tanzmusik machen. Selbst überhaupt nicht gerne. Warum? I think it's very surprising. It's because you're going too deep inside of the music. You don't have time to dance. Da hat man ja auch gar keine Zeit mehr zu. Man steckt zu sehr an der Sache drin. Da geht es dann um Beats per Minute, Bass, Snare und was weiß ich. Jin sagt, dass es so viel Einheitsmusik gibt im Moment, alles Samples. Vomito Negro versuchen eigene Sounds zu erfinden. But you use samples, don't you? We use samples, but not so much. Sie machen eigene Sachen und samplen die dann. Sie versuchen nicht so viel zu klauen, sonst wird's ja auch ein bisschen langweilig. We create new sounds with a sampler and not steal sounds. Identically and then put them on the record. It's stupid, I think. You work with people from A Split Second, I heard. Sie hängen irgendwie mit A Split Second zusammen, oder? Ja, man hat viel Kontakt. Sie wohnen auch alle in einem Block. Vomito Negro, The Clinic, Insect, A Split Second, Liquid G. Da scheint sich so eine richtige Elektrokommune auf 5 Quadratkilometern zusammengerottet zu haben. All on the same block. So is it like a close scene of? Sind sie eigentlich mehr Freunde oder eher Rivalen? Rivals. No rivals, but I think Freunde natürlich. Obwohl es einzelne Clans gibt, die Bands, die 85, 86 angefangen haben, hängen zusammen. Die 88, 89 angefangen haben, auch. Aber man kommt sich nicht in die Quere. Sie helfen sich gegenseitig, machen Promotion füreinander. Es ist genug, von der Musik zu leben. We came in each other's way, yeah? We don't make war between. We're helping each other in every possible way. Try to promote each other, why not? It's hard enough for us to try to make a living out of it, so. Living against the wall.
my charger chimes out. Sins of troubled Scotland with a glass in my hand. Change my name to Scotland, sip of tea. Several weeks later, we came back from the land. A note came from Juanita to see me. The news. Fairsex ist eine Prolo-Kombo. Warum heißt ihr The Fairsex? Weil wir so schön sind. Weil wir so schöne Geschlechter sind. Wir dürfen nicht so tun, als würden wir das schöne Geschlecht sein. Yes. Dann kriegen wir noch Ärger. The Fairsex haben wir, ich meine, des Klanges wegen genommen. In Bewunderung des schönen Geschlechtes haben wir uns das schöne Geschlecht genannt. Ich dachte auch nichts zu, was wir für Musik hören. Die Musik, von der wir eben alles klauen, was wir so machen. Genau. Von wem klaut ihr denn? Von unseren Lieblingsgruppen. Oh Mann, doch nach. Hörst du mal nicht Jimi Hendrix? Oh, Jimi Hendrix. Heimlich in aller Öffentlichkeit. Knall laut auf dem Walkman. Und Led Zeppelin, die dritte. Also diese Platte würdest du mitnehmen? Auf jeden Fall. Von der klauen wir immer unsere Ideen. Wichtig ist, was ist wichtig? Laut zu sein. Laut und irgendwie unzufrieden. Was habt ihr früher gemacht? Ihr seid ja ungefähr so in dem Alter, wo man mit 16, ach ja, nee, wo man... In dem Alter mit 16, ja.
Punkrock gehört hat oder so, oder? Hallo. Oh. Klar sind wir alte Punkrock-Fans. Nee, wir haben also uns so zusammengetroffen irgendwann und haben das angefangen, was wir jetzt auch machen. Finde ich schon, ich glaube, wenn wir die Musik, die wir heutzutage machen, vor 5 Jahren, hätten wir, glaube ich, gesagt, das ist so, wollen wir klingen. Wir haben uns immer mehr ein bisschen Richtung härter, ein bisschen elektronischer vielleicht auch entwickelt. Von den Ansätzen her waren wir vielleicht nicht so hart, nicht so elektronisch, aber wenn wir das gehört hätten, glaube ich, würden wir rufen, ey, so wollen wir klingen. Was bedeutet euch dieser Titel der Platte, Demanded Forms? Ach, ein Zettel, wo unheimlich viele Titel aufstanden. Ach komm, so zufällig ist das alles nicht. Naja, es ist immer so schwierig, so tiefgründige Sachen wieder hineinzubringen. Demented Forms ist eben verrückt. Demented ist verrückt. Verrückt ist okay. Ganz schön viel Technokram in dieser Offbeat, ne? Das war's aber auch schon wieder für heute, denn diese Sendung ist vorbei. Ihr könnt von jeder Band, die hier gespielt hat, beim Techno 90 Platten gewinnen. Also schreibt uns ganz einfach an die Offbeat. Und jetzt könnte ich natürlich noch unabhängig mit leeren Versprechungen für die nächste Woche. Ich bin da ganz ehrlich, lieber, und sage, ich weiß noch nicht, was passiert. Also, ihr werdet sehen. Bis dann. Ja, klar doch. Gott, ist das schwer. Justice and equality. Get it. Charlie. Charlie. Freedom and justice. Freedom and justice and equality. Freedom and justice. Freedom and justice and equality. Freedom and justice. Freedom.
freedom. Freedom and justice. Freedom. And equality. Shay Charlie. A nation's daughter, bright and bubbly.
the street were theirs, and they laughed and cried till the green swallowed their life. The birds found a weave to and from the gate to heaven, where the real ones wrong is wollten. Also es ist ganz anders, als es früher war. Denn The Mission waren ja neben The Cult ganz schön verschrien für ihre Underground-mäßigen Klänge und alles war so ein bisschen depri und man fühlte sich eigentlich überhaupt nicht gut. Also, wenn man sich die Platte gekauft hat schon, aber wenn man sich sie angehört hat, dann ging es tierisch den Seelenzustand nach unten weiter. Naja, und mittlerweile ist alles ganz anders geworden. The Mission fühlen sich besser und die Musik klingt gut und Carved in Sand ist eine Musik ist eine Mischung aus Rock und viel Gitarre. Seit Jahren arbeiten und leben die vier Musiker um Sänger Wayne Hussey in London. Allerdings schön für sich selbst. Sie nehmen kaum teil am berühmten Londoner Szeneleben. Doch während früher eher depressive Phasen Musik und Musiker von The Mission kennzeichneten, haben sie in den letzten Jahren ein positiveres Bild von sich und der Welt gewinnen können. We used to do a lot of drugs and we used to drink a lot. Früher haben wir Drogen genommen und viel Alkohol getrunken, aber wir waren glücklich mit uns selbst als Individuen. Wir hatten auch keine Beziehungen außerhalb unserer Gruppe.
Seit ich mehr an meiner Umwelt teilnehme, fällt es mir leichter, über Depressionen zu schreiben, mich über sie hinwegzusetzen. Mit dieser Schallplatte zwang ich mich anders zu schreiben, weil ich ein anderes Feeling hatte. Die Ursprungsband von The Mission waren die Sisters of Mercy, jene wavig düstere Untergrundband, die Anfang der 80er Jahre einige hervorragende Alben veröffentlichte. Wayne verließ dann mit dem Bassisten Craig die Sisters, um mit The Mission weiterzumachen. Wie er es heute sieht, war das nicht nur eine Entscheidung. Wenn ich an die Arbeit mit den Sisters of Mercy zurückdenke, gab es gute, aber auch sehr schlechte Zeiten. Die Beziehungen zueinander waren so anstrengend, dass die Arbeit letztendlich sehr darunter litt. Und das ist der Unterschied zwischen den Sisters und The Mission. Hier sind wir alle Freunde. The Mission besaßen von Anfang an eine eingeschworene Fangemeinde. Sie sind eine Band, an der sich die Geister scheiden. Entweder beschimpft man sie als Hippie oder man liebt sie. Eine andere Ansichtsweise gibt es nicht. The most essential thing about everything that we do is that we try to be honest. Das Wesentliche an unserer Arbeit ist, dass wir versuchen, ehrlich zu sein, mit uns selbst und mit allen Mitarbeitern. Und entweder mögen uns die Leute oder nicht, denn das müssen sie entscheiden und nicht wir. Carved in Sand heißt die Mission. Wie Wayne selbst sagte, ist sie mit mehr Lebensfreude erstellt worden als ihre Vorgänger-LPs. Unverkennbar geblieben ist aber Waynes charakteristischer tiefer Gesang und die bedeutungsschweren Texte. Wir verbrachten einen herrlichen sonnigen Sommer in England auf dem Land. Im Vergleich zu den anderen beiden LPs war die Arbeit an diesem Album wesentlich einfacher. Liebe Kinder,